Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Silber. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Ja, möge der gut gelaufen, ne? Oder gelaufen sein. Guten Appetit zum Kaffee und zum Kuchen, falls ihr gerade trinkt. Und wenn nicht, sollt ihr Folge später kommen, ne? Ja, ein paar Bäume haben wir noch. Die laden wir jetzt mal auf. So, mal kurz entladen. Die andere Seite. Bisschen ordentlich packen. So, wieder rauf. Sie schräge, das ist ungünstig. Im Grunde müsste man bergauf fahren, dann wäre es ein bisschen besser. Da unten ist er eben. Mal mal Aufnahmen beenden. Mit der Schräge wird der Blätter auch schräg, ne? Also nach vorne gerückt. Ach, nun geladen, andere Seite, ne? Genau. Ja, sind schon ein paar dicke Beine, also immer noch gekaufte vom Wald, ne? Dann kann man ja bei der Linie ein paar Bäume. Was da andere hier. Mit die Nase heute wieder, das ist wieder ohne. Ich hab weg, ne? Ah, nehmen wir halt die drei hier. So noch. Ein bisschen haben wir noch. Der will nicht, ist ein Astra, ne? Ja. Die dürfen runterkommen. Oder klappt man die ab? Da steht die drei damit. Weil die auch so schräge draufstehen, ne? Die ersten zwei, drei. So. Mal probieren. Jetzt nicht vorne. Komm mal. Ja, es gibt auch größere Anhänger, aber das Problem eher das Rangieren, ne? Das ist jetzt schwierig im Wald. Und 8 Meter oder 12 Meter ist gutes Maß. Jo, das ist mal so L und B. Das dürfte passen. Was haben wir jetzt drauf? 25. Ja, das reicht aus erstmal. Wenn noch eine zweite Fuge fahren. Also im Anschluss, wenn man da ist. Dann haben wir wieder einen Tag Ruhe oder zwei. Passt für alles, denken wir schon. Wenn man es hat. Wenn was mal was sein sollte, was nicht passen würde, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Kritik ist immer gerne gesehen. Ist ja normal, verschiedene Ansichten. Und das ist okay. Wenn man nicht mal reinhöre, das kommt auch mal zu. Mal vor. Ich empfinde mich vielleicht mal ein bisschen anders als am Glück gehabt, dazu kommt gerade als ihr vielleicht, ne? Ja, fahren wir zum Sägewerk. Jetzt kann man ja auch Sägewerk selber bauen, ne? Also naja, konnte dieser Lagerschuppen im Prinzip Sägewerk, wie man das da oben zu sehen ist, das kann man nicht bauen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es an Gelände angepasst ist. Ne? Wird vielleicht eher schwierig, das so hinzukriegen, dass man sagen würde, auf flachem Gelände bauen und dann der Berg, ne, das, oder der See oder so. Ne? Das ist vielleicht schwer zu machen. Umzusetzen. Ne?
Aber die Option, theoretisch Gebäude bauen zu können, vielleicht kommt das auch im 25er, ne? Dass man die ganzen Produktionen erst bauen muss, ne? Wenn es irgendwie geht. Normalerweise ist es ja möglich. Und es würde auch die Sache ein bisschen mehr, man müsste mehr tun, ne? Erst eine braucht und das produzieren muss und dann das andere, das wäre doch nicht verkehrt, ne? Weiß ich, bevor man hier das und das baut, dann brauchst du erst Zement und Ziegel, ne? Zum Beispiel. Oder erst Holz. So. Richtige Seite? Nein? Jetzt, sonst kommen wir schlecht raus. So. Metall 1 Stunde 9, Passabrik, also egal. Wir haben Fässer da. So, und das nicht. Ne, wir haben noch einiges da. Also, ich denke mal, wir müssten eigentlich die Bootswerft. Boot ist, glaube ich, schon reicht aus und. Das andere, ja, da kann auch nicht mehr viel fehlen, ne? Ich überlege mal viel hin und her, ob man das hier weitermachen könnten, das Sinn machen würde, oder wenn das Bootsbau und die Achterbahn ausgereizt ist, ja, es soll ja auch nicht langweilig werden, weil ich ja im Prinzip genau das gleiche, mehr oder weniger Bäume fällen auf dem Marsch habe. Da liefern wir alles an. Also ich tendiere dazu, wenn nicht gerade eine andere Meinung kommt, dass da, also wenn das 7-8 sagen würden, ach, macht doch bitte weiter. Dann würde ich sagen, ja, lass mich überzeugen, überreden. Ja, rechts, ne? Aber das war kein nicht der Bahnübergang. Oder war es da unten der Bahnübergang? Weiß es nicht. Hat mir jetzt nie eingeprägt. Ich glaube, hier können wir rüberfahren, ne? Zum Wald, ja, ja, hier war's. Die Palette. Kranthölzer. Weiß mir den Weg, weil die Wege sehen ja auch gleich aus hier. Mehr oder weniger, ne? Ein paar Bäume haben wir noch, die haben wir noch auf. Ich glaube, ich habe es anders stillgelegt. Muss ich hier später die Stumpen entfernen, ne? Also hier komplett ein paar Pflanzen, ne? Hey. Jetzt wieder auf die andere Seite packen, ne? Ja, genau. Ein Ast, der querlegt, hat mir auch gehalten. Ast drin? Dran? Nö. Überlänge. Das ist wahrscheinlich mein Astra.
macht das Rangieren hier so schwer mit den ganzen Bäumen? Man. Müsste man den Harvester wegnehmen, dann könnte man ein bisschen reinfahren, ne? Wollen wir den gleich mitnehmen, ne? Kann er hier mit O drücken, ne? Da geht's automatisch, ne? Weil ich ganz gerne nicht so viel rangieren will, ne? Das vermeide ich ganz gerne. Und dann fahre ich genau dahin, wo ich hin will. Und abziehen kann. Ich habe ja noch Gelbkiefer gekauft, ne? Müsste ich auch noch wieder anpflanzen. Ich muss die Stubnis entfernen, dann kommen wir nicht rangieren, ne? Die langen Dinger sind ganz schön heftig. Ich probiere es halt mal. So. Nee, das hat keinen Zweck. Da sind zwei, drei, da kommen wir nicht rum. Da werden wir gleich mal wegfräsen, ne? Aber die habe ich, na, die kann ich ja auch noch Fräse nehmen. Das geht auch, dass die drauf ist. Oh, da ist er. Gar nicht da. Aber die im Hof? Ah, am Hof. Ach, hier sind die 240 drauf. Die. Ja, genau, die. Küsten, nicht Küste, Gelbkiefer. Bin ich noch nicht gepflanzt. Das war eben gut, ne? Bremst ab und fährt weiter. Doch, mit biegt ab. Dann könnten wir das gute Stück hier nehmen. Weil das Ding, da können wir auch gleich mit entsprechende Spur wollen, auch entsprechend vorbereiten, ne? Ich glaube, der Traktor war, glaube ich, ein Reinfall. Das hätte man theoretisch auch anders haben können. Indem ich das entsprechend zum Teil gekauft hätte, ne? Also wieder so, ne? Theoretisch. Vorne. Ja, hier die bisschen Freiraum fahren können, ne? Jetzt mal. Macht sogar leichter. Ein paar Fällen müssen wir eh bei Gelegenheit
Nicht heute. Aber pflanzen wir den erst, wenn ich alles vom Prinzip her unterbringen kann, ne? Wenn man Hackschnitzel brauchen würde, würde man die andere Fräse nehmen, aber die kleinen Dinger kriegst du eh keine Hackschnitzel raus. Daher. Backen hat Bild. Können wir hier schön reinfahren und die Bäume rausreben, ne? Und dann ist auch wieder Platz hier oben für den nächsten Stumpen wegmachen können. Aber liebe Schauer, das sollte schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis dann, ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Wochenstart. Peace.